Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sims 3 Hausbau-Video. Wenn ihr das Video an dem Tag schaut, wo es auch erscheint, wünsche ich euch außerdem auch ein frohes neues Jahr 2023. Ich hoffe, es wird ein gutes Jahr für euch. Ich hoffe, alles, was ihr vorhabt und was ihr euch wünscht, klappt und geht gut und ihr habt ganz viel Spaß dabei. Und ich finde irgendwie so seit so Neujahr 2019, 2020, seit diesem Silvester irgendwie, die Silvester danach waren für mich immer so ein bisschen so eine verlegene Angelegenheit, wo man vorher vielleicht so ein bisschen mehr war, das wird ein so tolles Jahr und ja, das wird super klappen und so, ist man mehr so dazu übergegangen, naja, vielleicht wird es ja doch nicht ganz so schlimm stattdessen. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, 2023 wird für euch so gut, wie es eben nur werden kann. Und ja, genau. Wie gestern schon angekündigt, sind wir hier bei dem Haus von Familie Sommerblau. Es ist, wie ihr wahrscheinlich auch an der Zeit des Videos schon sehen konntet, ein ziemlich langes Hausbauvideo. Es ist ein recht großes Haus, also wir sind eine ganze Weile hier. Macht es euch bequem, macht euch einen Tee oder einen Kaffee oder einen Kakao oder was auch immer ihr gerne dazu trinken oder essen möchtet. Und ja, wie ihr vielleicht erkennen könnt, haben wir hier mit einem Leuchtturm angefangen. Wir sind hier auf der Maxi-Insel. Wir sind auf dem höchsten Grundstück der Maxi-Insel, also was von dem Gelände her am weitesten oben gelegen ist. Wir sind oben auf dem Luca-Berg. Ich meine, wir sind nicht auf dem Gipfel vom Berg, aber halt oben auf dem Gipfel sind auch keine Grundstücke. Also wir sind auf dem ja, höchsten Punkt, wo noch ein Grundstück ist auf der Maxi-Insel. Und wir sind auch quasi auf dem größten Grundstück. Es gibt, glaube ich, noch ein weiteres Grundstück, was rein von den Grundstücksmaßen her etwas größer ist. Das liegt allerdings zu 80% unter Wasser oder so. Also von der Grundstücksfläche her, wo wirklich das Haus steht, ist es nicht unbedingt größer. Also ja, ist es quasi das größte Grundstück der Maxi-Insel. Die Familie dazu kam gestern schon als Cars-Video. Die verlinke ich euch auch hier in der rechten oberen Ecke und am Ende des Videos in der Infocard, die da kommt. Wie ich in dem Video schon erklärt habe, hier das Grundstück hat so ein bisschen eine Entstehungsgeschichte. Also wir haben hier, wie ich ja schon gesagt habe, wie ihr vielleicht auch schon sehen konntet, einen Leuchtturm. Und der Leuchtturm ist älter als der Rest vom Grundstück. Also das Haus, was jetzt da dran gebaut wurde, wurde erst nachträglich da dran gebaut. Und Michaela und Benjamin, die Eltern hier von der Familie, sind hier hingezogen, als nur der Leuchtturm da war, also als das Haus noch nicht stand. Und der Leuchtturm war damals schon ziemlich alt und auch marode. Früher war der mal wirklich ein Leuchtturm, der genutzt wurde, der intakt war. Wir haben hier noch einen Leuchtturm. Oh, wenn ihr gerade ein Knacken gehört habt, das war irgendwie mein Kiefer gelenkt. Das hat gerade voll laut geknackt. Ups. wo war ich dran? Ach so, ja, der Leuchtturm. Wir haben hier noch einen Leuchtturm auf der Clara-Insel. Das ist ja kein, wie jetzt hier im Baumodus gebauter Leuchtturm, sondern wirklich so ein Deko-Objekt, was ich im Erstelle eine Weltmodus platziert habe. Der ist ja aber genau auf der anderen Seite der Map. Und der Gedanke war so ein bisschen, dass halt der Leuchtturm nicht unbedingt so gut ja, die Leute noch warnen konnte mit seinem Leuchten, dass das hier auf der Maxi-Insel auch noch gut funktioniert hätte. Deswegen hatte man hier noch einen weiteren kleineren Leuchtturm, um einfach so ein bisschen die Reichweite, die die beiden Leuchttürme dann zusammen haben, zu haben. Und die Maxi-Insel hat ja ohnehin die Geschichte, dass das früher so eine kleine Fischerinsel war. Also dass daher auch diese ganzen kleinen Starterhäuschen, die unten auf der Maxi-Insel stehen, dass das früher Häuser waren, in denen die Fischer, die nur saisonweise hier gewohnt haben, also gar nicht das ganze Jahr über, sondern nur, wenn bestimmte Fische in Saison waren, dass die da drin gewohnt haben. Übrigens, ihr hattet mir auch gesagt, das sind gar keine echten Starterhäuser, also dass man irgendwie so ein paar Simoleons über dem Starterbudget drin ist, das werde ich in der nächsten Save-File korrigiert haben. Also da sind es dann auch wirkliche, tatsächliche Starterhäuser. Und genau, da aus dieser Zeit stammt auch dieser Leuchtturm, als die Maxi-Insel noch so eine Fischerinsel war. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht die Fischer damals auch nachts gefischt haben. Also ich glaube, ich habe gar keine Ahnung von Fischen. Also ich esse ja auch keinen Fisch. Ich bin auch gar nicht so furchtbar dafür, dass man angelt und Fisch essen muss und so. Aber jetzt im Gedanken der Maxi-Insel, das war ja auch noch aus einer Zeit, als Fischerei nicht irgendwie so groß industriell betrieben wurde, sondern halt wirklich halt einzelne Leute mit ihren Bötchen und ihren Netzen rausgefahren sind.
Und ich glaube, manche Sachen werden auch nachts geangelt, glaube ich, oder man fährt zumindest nachts raus. Ich könnte mir vorstellen, dass der Leuchtturm vielleicht auch sowas war, wenn jemand so lange nicht zurückkam oder so, wo man mal geleuchtet hat, dass der Mensch seinen Weg zurückfindet oder so zu den Inseln. Und jedenfalls Michaela und Benjamin haben diesen Leuchtturm damals gemietet, wo halt nur der Turm da war und noch nicht das Haus drumherum, weil die kommen aus einer Inselgruppe in der Nähe der Amimi-Inseln. Also wenn man jetzt auf Seiten vom Leuchtturm da noch weiter in die Ecke immer weiter wegzoomen würde, käme man irgendwann auf diese Inselgruppe, wo die beiden her sind. Und wie ich das im Ersteller eines Sim-Videos schon erklärt habe, diese Inselgruppe wurde sehr heimgesucht oder wird immer noch heimgesucht von ganz schrecklichen Stürmen, also wirklich sehr heftigen Stürmen, die viel verwüstet haben. Und das Wetter zieht eigentlich meistens von den Amimi-Inseln zu dieser Inselgruppe. Also das Wetter von der Windrichtung her ist erst auf den Amimi-Inseln und wird dann vom Wind zu denen so hingeweht. Das heißt, ganz häufig, wenn es auf den Amimi-Inseln regnet, regnet es irgendwie 4 Stunden später auf dieser Inselgruppe, weil das Wetter einfach aus der Richtung kommt. Jedoch, auf den Amimi-Inseln gab es nie diese Stürme und auf dieser Inselgruppe halt schon. Und dann hat man sich gewundert, wo kommen die denn her und wie entstehen die überhaupt? Vor allem konnte man sich nicht so gut darauf vorbereiten, weil sonst wäre es ja so gewesen, auf den Amimi-Inseln stürmt es, man gibt denen vielleicht Bescheid, boah, hier stürmt es ganz schlimm. Und die haben dann Zeit, sich so ein bisschen vorzubereiten, dass bei denen dann auch so ein Sturm auftritt. Und das war aber nicht. Also dadurch kam das alles immer so sehr plötzlich für die Leute. Und Michaela und Benjamin haben beide Wissenschaft studiert und sind dann hier nach dem Studium, wo sie sich auch kennengelernt haben, auf die Amimi-Inseln gekommen und wollten halt erforschen, ob sie vielleicht irgendwas finden, was auf diese Stürme hindeutet. Also ob sie irgendwie eine Möglichkeit haben, rauszufinden, wo die herkommen oder Dinge, die passieren, bevor diese Stürme anstehen. Und das haben sie auch gemacht. Und zwar haben sie dafür auch diesen Leuchtturm gebraucht. Dieser Leuchtturm hat oben auf der obersten Etage wie so eine Art Terrasse. Und sie haben festgestellt, dass bestimmte Pflanzen auf Stoffe in der Luft reagieren. Ich weiß nicht genau, was sie da gemessen haben, ob das irgendwie Luftdruck war oder Luftfeuchtigkeit oder weiß ich nicht, was alles noch in der Luft drin ist, ehrlich gesagt. Leute, ich habe mir das ja nur ausgedacht. Ich habe ja keine Ahnung davon. Genau, und dass sie da teilweise schon Wochen im Voraus gemerkt haben, dass sich da die Muster verändern, wenn so ein Sturm bevorsteht. Und so konnten sie wie so eine Art Frühwarnsystem entwickeln für diese Stürme, was natürlich für die Inseln, wo sie herkommen, super, super hilfreich ist, weil die einfach dann bessere Möglichkeit haben, sich davor zu schützen, sich darauf einzustellen, die Leute in Sicherheit zu bringen, die Tiere in Sicherheit zu bringen und so weiter und so weiter. Und so wurden die halt recht reich mit diesem Frühwarnsystem und konnten dann dieses riesige Haus anbauen an den Leuchtturm. Und da wohnen sie jetzt mit ihren 3 Kindern. Und ich glaube aber so, das Haus ist so das, wo sie am meisten wirklich Geld für ausgegeben haben. Ich meine, es ist auch ein Riesenhaus, da müsste man auch viel Geld für ausgeben. Aber so vom Haus abgesehen sind sie eigentlich nicht so sehr an ihrem Geld interessiert. Also sie irgendwie haben jetzt nicht, weiß ich nicht, sonst super teure Sachen, vielleicht so ein bisschen super teures wissenschaftliches Equipment. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie so halt ihre eigene Forschung weiter gut betreiben können, dadurch, dass sie halt so viel Geld gemacht haben über dieses Frühwarnsystem, weil halt Forschung ist ja häufig sehr, sehr teuer und man braucht Leute, die das finanzieren. Also ich musste das in der Uni auch mal machen, so man muss so einen Forschungsantrag stellen und da wirklich beschreiben, warum ist diese Forschung, die ich da machen möchte, warum ist die relevant, warum ist die wichtig und so weiter und so weiter. Und dann hat man Leute, die, also halt häufig so Stiftungen, die einem da dann Geld geben, dass man diese Forschung machen kann. Aber das natürlich auch, ne, man kriegt das nicht immer, das funktioniert nicht immer so, das ist sehr, sehr mühsam, das ist sehr, sehr umständlich und so. Und ich kann mir vorstellen, wenn die beiden halt so Privatgeld haben, dass sie einfach so sagen, ich bezahle mir meine Forschung selber, wisst ihr so. Ich kann mir vorstellen, dass sie ihr Geld viel dafür nutzen, so, weil ja, die sonst eigentlich, ich glaube halt so, sie sind halt sehr an ihrer Forschung interessiert, an ihrem Familienleben interessiert, an ihren Hobbys interessiert. Also zum Beispiel Benjamin schwimmt total gerne, Michaela ist Fotografin als Hobby noch, aber so sonst haben sie da einfach nicht so Interesse dran. Ich glaube auch, sie sind jetzt auch nicht so gut in die Amimi-Inseln integriert wie andere Familien, also einfach, dass sie da nicht so einen großen Freundeskreis haben unbedingt oder dass sie da nicht
in irgendwelchen Vereinen drin sind oder Gruppen drin sind. Aber halt, das möchten sie auch gar nicht so gerne. Also, was heißt, das möchten sie nicht so gerne? Ich glaube, sie würden sich nicht beschweren, wenn es so wäre, aber sie suchen es nicht aktiv so, ne? Also sie sind halt mit ihren Wissenschaftlerkollegen befreundet, die sie hier auf den Amimi-Inseln haben und noch ein paar Familien dazu. Und das reicht ihnen eigentlich, weil sie haben hier auch ein riesengroßes Gästezimmer. Ich glaube, dass häufig andere Forscher und Forscherinnen aus den anderen Welten halt auch an deren Arbeit interessiert sind und häufig hier auch zu Besuch sind. Also dass ihre Freunde und so ihre ja, ihre Gruppe gar nicht so unbedingt von den Amimi-Inseln kommt, sondern auch von ganz vielen anderen Inseln. Und die auch viel zu Besuch kommen, sie deshalb vielleicht gar nicht so sehr die Gemeinschaft von den Amimi-Inseln brauchen. Und ich finde, das sieht man fast schon so ein bisschen am Haus selber. Das ist schon so sehr ja, einzeln stehen. Das ist nicht so irgendwie wie jetzt die Häuser auf der Steffi-Insel, wo man irgendwie direkte Nachbarn hat oder so. Also man ist hier schon so ein bisschen, ne, so ein bisschen für sich. Und die Eltern, glaube ich, kommen damit auch super gut klar. Ich glaube, die Kinder hätten teilweise gerne so ein bisschen mehr, dass sie so ein bisschen mehr drin wären, irgendwie in der Gruppe. Und ja, das Haus selber ist, also wir sind jetzt hier gerade wie in so einem Kämmerchen drin, so neben der Küche, wo dann die Waschmaschinen drin sind, aber auch Spülmaschine, Müllkompressor, Kaffeemaschine, der ganze Kram. Der Stil von diesem Haus ist fast so ein bisschen so amerikanischer Vorort, also so ein bisschen so wie diese Cookie-Cutter-Häuser, glaube ich, nennt man die. Fast so ein bisschen generisch, fast schon, das Haus selber. Und was ich mir vorstellen kann, ist halt, dass die beiden gar nicht so in eigenen Einrichtungsstil unbedingt vorher hatten. Also, dass sie so gesagt haben, ich bin totaler Fan davon, wenn ein Haus so eingerichtet ist und das gefällt mir total gut, sondern dass sie so ein bisschen waren, so, eigentlich habe ich da gar nicht so sehr eine Präferenz und eine Meinung zu. Und dass sie dann einfach Leute gefunden haben, die ihnen halt ein Haus designt haben, was halt irgendwie zum Weltbild von den Amimi-Inseln passt. Also, dass es halt jetzt nicht total raussticht. Weil sie wollten ja auch nicht, dass die anderen Leute auf den Amimi-Inseln dann irgendwie sagen, so, boah, euer Haus passt überhaupt nicht in so unser Landschaftsbild rein und das fällt mir immer auf oder so. Sie wollten ja schon halt, sie sind zwar jetzt nicht so mega eng mit so vielen Leuten, die auf den Amimi-Inseln wohnen, aber sie respektieren die Leute trotzdem, sage ich jetzt mal so, jemanden gefunden haben, der ihnen da ein Haus designen konnte, was halt groß genug war für sie, von dem, was sie sich vorgestellt haben, aber halt ins Stadtbild reinpasst und das direkt auch für die eingerichtet hat, von den Sachen, die sie gebraucht haben. Aber vom Stil her ist das so ein bisschen weder hier noch dort. Ist halt so, finde ich. Also, wenn ihr zum Beispiel nicht mit den Familien spielen möchtet, die ich erstellt habe, sondern eure eigenen Familien erstellen möchtet, hier kann man, glaube ich, ganz viele verschiedene Sims einziehen lassen, ohne dass sich das groß irgendwie mit deren Persönlichkeit widerspricht. Während zum Beispiel das Haus von Familie Rabenschwarz ja vom Stil her viel spezifischer ist oder auch einige der modernen Häuser vom Stil her viel spezifischer sind. Und hier, das ist so ein bisschen allgemeingültig, fast schon, habe ich den Eindruck. Genau, das war aber absichtlich so, weil ich irgendwie gedacht habe, ich kann mir nicht so vorstellen, dass Benjamin und Michaela vorher so sehr konkrete Präferenzen haben, was Einrichtungsstil angeht. Deswegen glaube ich, ist das hier so ein bisschen allgemein gehalten fast. Bei den Zimmern der Kindern sieht es dann teilweise wieder anders aus. Die, glaube ich, haben sie dann auch selber eingerichtet. Und genau, es ist ziemlich geräumig, es ist ziemlich groß. Einfach auch, weil der Platz hier oben da war. Es ist ein super großes Grundstück. Und ich fand auch, dass der Leuchtturm halt so groß ist, verlangte auch so ein bisschen, dass das Haus dazu passt. Weil sonst, glaube ich, wäre es auch so ein bisschen komisch gewesen, wenn man diesen riesengroßen Turm hätte und dann hätte man so ein winziges Häuschen so nebendran. Hätte vielleicht auch nicht so gepasst. Ja, und halt auch, die anderen Sachen sind auch hier ein bisschen ein Stück weg. Also hier führt ja nur so ein Fußweg hoch. Also hier kann man nicht mit dem Auto hinfahren und auch nicht mit dem Boot hinfahren, sondern man geht zu Fuß. Den Weg runter ist jetzt auch nicht so weit, aber halt, ne, es ist schon so ein kleiner Spaziergang, den man da machen muss. Und ich kann mir vorstellen, halt viele Häuser auf den Amimi-Inseln sind ja auch darauf ausgelegt, dass sie halt nicht isoliert existieren, sondern dass hier die ganzen Gemeinschaftsgrundstücke drumherum sind. Und ich kann mir vorstellen, halt, dass hier die Familie mehr unter sich bleibt und halt nicht so viel auf die Gemeinschaftsgrundstücke geht, um verschiedene Sachen zu machen und deshalb vielleicht die Sachen eher bei sich daheim hat. Genau, hier ist jetzt das Gästezimmer.
Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das Gästezimmer sehr häufig belegt ist von irgendwie Kollegen und Freunden, die sie haben. Und sie haben hier auch im nächsten Zimmer wie so eine Art Bibliothek. Und ich stelle mir vor, dass da auch wie so ein Archiv ist von den Sachen, die sie erforscht haben. Also, dass sie da, also ich glaube, sie teilen ihre Erkenntnisse auch online, wie das ja heute ohnehin in Wissenschaft meistens gemacht wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht so ihre handschriftlichen Sachen, die sie dabei mit notiert haben und Änderungen in den Pflanzen, die sie gesehen haben, vielleicht auch Forschung, die noch nicht veröffentlicht ist oder vielleicht auch Forschung, die sie angefangen haben, aber dann hat sich nichts ergeben, also dass sie da nichts gefunden haben als solche Sachen, dass die halt in diesem Archiv mit drin sind und dass halt manchmal Leute auch einfach hier hinkommen, um deren Notizen zu lesen und so. Genau. Und dafür ist dieses Gästezimmer und ja, das war so ein bisschen eingeplant. Ich meine, klar, im Gameplay selber können wir das nicht so gut nachstellen, weil man ja nicht so gut zwischen anderen Welten irgendwie Freundschaften von den Sims aufrechterhalten kann und Sims einladen kann. Und leider gibt es ja auch keine. Ich meine, ich nehme an, wir könnten so tun, als wäre es Isla Paradiso, die Inselgruppe, die da in der Nähe liegt. Aber halt an sich gibt es ja die ganz, also gibt es ja einige Welten, von denen ich spreche, dass es die gibt, gibt es ja Realität gar nicht. Also, die müsste ich dann auch selber erstellen. Aber wir sind im Moment noch an den Amimi-Inseln dran. Also, das dauert noch so 20, 30 Jahre, bis wir mit der nächsten Welt anfangen können. Also, ja. Hier sind wir im Wohnzimmer. Wobei, wir sind dieses Jahr sehr gut vorangekommen mit den Amimi-Inseln. Also, ich habe eben mal geguckt. Ich baue ja häufig, oder in den letzten Jahren habe ich es zumindest so gemacht. Ich glaube, so in den letzten. Ich glaube, wir machen es jetzt im vierten Jahr in Folge, dass so um Silvester rum, also entweder das Wochenende vor Silvester oder das Wochenende nach Silvester oder halt, wie es diesmal ist, Silvester ist am Wochenende, ein größeres Sims 3 Hausbauvideo kommt. Und ich habe mal geguckt, letztes Jahr war dieses Hausbauvideo das Haus von Familie Drachengrün. Also das Haus Schiemenstraße Nummer 1 war es, glaube ich. Das war damals auch in drei Teilen. Also das Haus war noch mal ein ganzes Eck größer noch als dieses Haus. Und davor in den Jahren kam zum Beispiel das Kunstzentrum oder das Haus von Familie Smaragd auch auf der Viola-Insel. Aber jedenfalls seit diesem Haus von Familie Drachengrün letztes Jahr kamen, glaube ich, noch 10 andere Häuser, 10 oder 9. Es kam. Gerade mal überlegen, es kam das Haus von Familie Rabenschwarz, das war glaube ich auch in zwei Teilen. Es kam der kleine Strandkiosk, es kam das Haus von Familie Indigo, es kam das Haus von Familie Himbeer, also dieses kleine Häuschen auch hier auf der Maxi-Insel, genauso das Häuschen von Fabian Zinnober und das Hausboot von den Zinnober-Schwestern. Es kam das Hausboot von dem Drachengrün-Mensch, ich glaube Lorenz oder so heißt der, der ja mit Klaus Zinnober verheiratet ist. Also es kamen doch ein paar Häuser dieses Jahr. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich habe immer so Pi mal Daumen das Ziel, dass einmal im Monat ein Sims 3-Video kommt, weil auf der einen Seite möchte ich halt mit den Amimi-Inseln schon vorankommen und na, ich weiß, es gibt Leute von euch, die gucken Sims 3 lieber als Sims 4. Auf der anderen Seite, die meisten Leute sind halt hier auf dem Kanal wegen Sims 4, also versuche ich so ein bisschen die Balance zu halten. Und dafür, dass ja dieses Jahr längere Phasen gar keine Videos kamen oder halt nur sehr wenige, wie halt jetzt zuletzt Ende des Jahres und halt auch im Sommer, als ich im Praktikum war, finde ich, hat das eigentlich ganz gut geklappt mit ungefähr 10 Häusern so in einem Jahr. Und genau. Ja, hier richte ich noch den großen Flur ein bisschen ein, halt der hat jetzt eigentlich nicht so viel Funktion, außer halt, dass das Haus ziemlich groß ist und da glaube ich so ein super enger Flur so ein bisschen ja nicht so richtig in Balance aussehen würde zum Rest vom Haus, weil das dann so nicht so im Verhältnis stünde dazu. Genau, es ist einfach halt irgendein Flur und da direkt im Nebenzimmer dieses riesen Großzimmer, das ist dann dieses Bibliothekszimmer mit dem Archiv. Und jetzt machen wir hier noch die Terrasse. Die Terrasse habt ihr schon gesehen im Erstelle eines Sim-Video, weil da habe ich die Sims alle hier mal draußen an den Tisch gesetzt und habe die mal hier ein bisschen sich unterhalten lassen. Der Garten ist jetzt nicht riesig, riesig groß, einfach weil
das ganze Grundstück halt auch am Hang liegt oder nicht am Hang, eher auf dem Hügel und man nicht so viel einfach gerade grüne Fläche hatte deswegen. Deswegen ist auch der Garten ein bisschen kleiner, aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Genau, hier ist dieses Bibliothekszimmer, hier sind die ganzen Regale, wo Bücher drin stehen. Ich dachte auch, es ist eigentlich sinnvoll, dass ich hier immer wieder das gleiche Bücherregal platziert habe, nicht nur wegen der Höhe der Bücherregale, dass das so ein bisschen aussieht, als wäre das so eingebaut. Aber auch es stehen halt dann ja immer dieselben Bücher drin und ich dachte so, vielleicht ist das immer so die gleiche Art von Ordner und gleiche Art von Notizbuch, die sie halt zum Arbeiten nehmen und halt, es ist halt keine private Bibliothek, wo man seine Lieblingsbücher reinstellt, wo natürlich nicht jedes Buch gleich aussieht, sondern es ist halt eher so eine Arbeitsbibliothek fast schon. Und also zum Beispiel, ich war auch schon in den Büros von meinen Professoren und Professorinnen drin und die haben teilweise auch, also eher halt Ordner und halt so wissenschaftliche Zeitschriften, die dann so gebunden sind und im Bücherregal stehen. Aber es sieht so ein bisschen, es hat Ähnlichkeit. Also das war so ein bisschen der Plan. Vielleicht könnten Michaela und Benjamin irgendwann auch Professoren sein an irgendeiner Uni. Zumindest auf einer Fernuni. Weil ich meine, die Amimi-Inseln haben ja keine Universität. Wie ich mir das vorstelle, dass es funktioniert, ist ehrlich gesagt eher. So viele Leute gibt es ja hier ohnehin nicht, die hier wohnen. Das heißt, eine Universität nur für die Amimi-Inseln, wenn man jetzt überlegt, dass ja auch nicht alle das gleiche Fach studieren, sondern sich das ja nochmal aufteilt auf die Fächer, wäre vielleicht auch, da hätte man vielleicht so zwei, drei Leute pro Studienfach, wäre vielleicht auch ein bisschen schwierig so zu machen. Aber wie ich ja eben auch schon meinte, es gibt ja noch mehr Inselgruppen in meinem Kopf hier um die Amimi-Inseln drumherum. Ich stelle mir eher vor, dass es wie so Universitätsboote gibt, auf denen man dann halt die von den Inseln hin und her fahren und auf denen dann die Studierenden wohnen und halt lernen zu der Zeit. Und vielleicht irgendwie könnten die mal so eine Gastvortragsreihe oder so haben, dass die mal, weiß ich nicht, dass die Boote vielleicht bei den Amimi-Inseln mal anlegen für eine Zeit und sie da dann halt die Professoren sind für, keine Ahnung, so eine kleine Vortragsreihe und dann fahren die weiter oder so. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht irgendwie so. Ja, ich weiß auch nicht. Ich gehe irgendwie so. Halt, ich habe nicht die Absicht, so zu überlegen, oh, ich setze mich an dem Tag mal hin und überlege mir ein Universitätssystem für die Amimi-Inseln. Und halt, das ist nicht mein Plan. Aber ich habe halt einfach auf einmal diese Ideen im Kopf. Genauso, ich bin im Moment im Kopf so irgendwie wie so ein Wirtschaftssystem für die Amimi-Inseln am Überlegen, wie das funktionieren würde. Weil. Ganz ehrlich, halt die Amimi-Inseln sind keine kapitalistische Inselgruppe. Aber halt, was genau haben sie dann? Und ich habe vor Jahren mal, war ich bei einem Vortrag dabei von jemandem, der heißt Christian Felber. Und der hat was entwickelt, das nennt sich Gemeinwohlökonomie. Was ich sehr, sehr spannend fand. Ich glaube, auf YouTube findet man irgendwo auch Vorträge von dem. Und ich glaube, der hat auch Bücher geschrieben, die ich bisher nicht gelesen habe, aber die ich immer mal lesen wollte. Vielleicht ist das was, was ich mir jetzt als Neujahrsvorsätze mal irgendwie geben könnte, irgendwie das mal nachzulesen. Aber ohne dass ich irgendeine Ahnung von Wirtschaft oder dergleichen hätte, ich fand das sehr, sehr einleuchtend, was er da erzählt hat. Ich fand das irgendwie sehr, wo ich gedacht habe, so da wäre ich dabei. Und ich bin so am Überlegen, so halt, ich ohne Ahnung kriege ich das irgendwie hin, mir das so zu überlegen, dass das für die Amimi-Inseln in der Theorie funktionieren würde. Aber halt auf der anderen Seite, es ist eine Sims 3-Welt. Es ist eine Sims 3-Welt, in der wir einfach nur Sims spielen. Halt braucht das ein Wirtschaftssystem, was ich fest definiere. Aber auf der anderen Seite, halt, jetzt bin ich schon mal dran am Denken. So, wisst ihr, I don't know. Hier sind wir jetzt im Schlafzimmer von Charles. Charles ist der Teenager-Sohn hier von der Familie. Charles ist so ein bisschen zurückgezogen, so ein bisschen schüchtern. Er hat einen Fotografenblick. Also er fotografiert gerne, ist außerdem ein, ich glaube, Computerfreak heißt das Merkmal. Also er kann gut mit Computern. Und ja, ich glaube, er wäre gern so ein bisschen mehr in der Gemeinschaft der Amimi-Inseln drin, aber er traut sich nicht so. Und ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht so nach und nach Freundschaften schließt von Leuten, die ihn dann so ein bisschen mehr mit reinziehen. Also eine Freundschaft, die er hat, ist zum Beispiel mit Henry Malve, der ja auch so ein bisschen schüchterner, so ein bisschen zurückgezogener ist. Vielleicht haben die sich so kennengelernt. Aber Henry ist total gut befreundet mit der Teenagerin von der Drachengrün-Familie. Ich glaube, die haben auch romantisches Interesse. Also die beiden irgendwie, bei denen funkt es so ein bisschen.
Und wie heißt sie noch? Ich glaube Magdalena oder so. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Jedenfalls die Teenagerin von der Drachengrün-Familie. Und ich glaube, die ist halt schon so ein bisschen mehr vernetzt. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht zieht die zwei Jungs so ein bisschen mehr in die Gruppen rein, so mit der Zeit. Könnte ich mir vorstellen. Mal gucken. Hier haben wir jetzt das Zimmer von Albert. Weil wir ja hier zwei Sims haben mit Fotografenblick, also Michaela und auch Charles, habe ich hier ganz viele Fotorahmen platziert, wo auch schon Fotos drin sind, die ihr in den Screenshots nachher sehen könnt. Weil das ist ohnehin was, was ich glaube ich mehr machen möchte auf den Amimi-Inseln, weil mir fehlen einfach Bilder. Mir fehlen in Sims 4 Bilder, mir fehlen in Sims 3 Bilder. Aber in Sims 3 ist es irgendwie ein bisschen schlimmer noch. weil halt viele von den Bildern, die da sind, gefallen mir auch nicht so furchtbar gut. Und ich habe das Gefühl, die, die ich mag, habe ich in jedem einzelnen Haus schon 12 Mal verwendet. Und deshalb glaube ich, werde ich häufiger Fotos machen, weil die Amimi-Inseln sind ja auch schön, ne? Da kann man ja auch mal ein Foto von aufhängen. Oder wir könnten Familienbilder machen und die aufhängen und so Krams. Also von daher habe ich vor, häufiger zu machen mit den Bildern. Und seit ich den Master Controller Mod habe, kann ich ja auch die Fotografiefähigkeit der Sims, die ich dann da einziehen lasse, ein bisschen cheaten. Das heißt, die Fotos sind dann ja auch halt gut so, ne? Also und im richtigen Format vor allem. Genau. Ja, ich finde hier das Zimmer von Albert ist einfach auch ein gemütliches Zimmer. Ich glaube, sein Zimmer wurde auch noch eingerichtet von den Leuten, die das Haus hier gebaut haben. Also, dass es gar nicht so sein Stil ist oder so. Aber halt, ich glaube auch, dass er einfach da, dass es halt, dass er sich da wohlfühlt und er jetzt nicht irgendwie sagt, oh, ich wünschte, es wäre anders oder so, sondern halt einfach, dass es halt okay, so wie es ist. Aber es war halt nicht seine Idee, weil er da vielleicht gar nicht so viele Ideen zu hätte. Und hier haben wir den Flur oben, die haben halt ein Schachspiel hier oben. Die haben auch so einen Spieltisch im Wohnzimmer. Ich kann mir vorstellen, dass die Familie vielleicht so Spieleabende hat, wo es so Tradition ist, dass alle zusammen irgendein Spiel zusammenspielen, zu viert. Und hier oben im Flur haben sie halt noch einen Schachtisch, wo ich mir auch vorstellen kann, dass hier auch viel zusammengespielt wird an Schach. Genau. Und sonst haben wir hier einfach so ein bisschen Flur. Der Flur ist so ein bisschen offen nach unten hin, weil es halt so ein bisschen großes Haus stilmäßig ist. Hier sind wir jetzt schon im Turm. Hier sind wir im Turm ein Stockwerk höher gerade gewesen. Jetzt sind wir wieder ein Stockwerk tiefer im Badezimmer. Ich springe im Moment, das ist ganz schlimm. Manchmal baue ich Häuser so, dass ich erst halt wirklich das komplette Haus selber baue und dann in der Einrichtung wirklich einen Raum nach dem anderen mache, das so ganz entspannt zu schneiden ist. Und manchmal springe ich so viel zwischen den Räumen hin und her, da weiß ich selber gar nicht, was mache ich jetzt aus diesem Aufnahmematerial halt. Wie mache ich da ein Video drauf? Halt, naja. Genau, jetzt sind wir wieder oben im eigentlichen Turm. Hier sind wir in Maries Zimmer. Also Maries Zimmer ist ein Stockwerk über all den anderen Zimmern. Und ich finde auch so, das ergibt auch ein bisschen Sinn, dass Marie weniger nah an ihrer Familie ist von ihrem Zimmer her als die anderen Zimmer. Ich glaube halt, sie halt liebt ihre Familie und hat eine gute Beziehung zu ihrer Familie, aber ich glaube, von ihrer Art her ist sie nicht so ähnlich zu ihrer Familie. Und ihr Zimmer ist halt sehr so ein bisschen prinzessinnenmäßig, also halt sehr hyperfeminin, so von den Farben her und halt gleichzeitig auch von dem Möbelstil her, ja, so ein bisschen auf Prinzessin gemacht, würde ich sagen. Ich habe ja auch schon im Erstelle ein Sim-Video erzählt. Ich glaube, so Marie wäre gerne so super beliebt bei den Leuten in ihrer Schule und irgendwie möchte sich da auf eine bestimmte Art und Weise präsentieren. Und ich glaube halt, irgendwo klappt das auch. Also ich glaube, sie ist auch sehr beliebt bei einigen Leuten. Also dass sie da schon so in der, weiß ich nicht, halt, ich denke, in den Amime-Inseln ist das nicht so rigide, dass man irgendwie sagt, das ist die angesagte Clique und die anderen Leute werden irgendwie gemobbt oder so. Halt, das ist nicht, wie das da läuft. Aber halt, manchmal bilden sich ja trotzdem Grüppchen, ohne dass es jetzt heißt, dass die Leute, die nicht in der Gruppe drin sind, irgendwie drangsaliert werden oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Halt so, vielleicht eher eine Gruppe von Leuten, die sich halt alle eher für zum Beispiel Mode interessieren oder so. Ich glaube, dass sie innerhalb der Gruppe schon so ihren Platz gefunden hat, dass sie da schon wirklich drin ist. Genau. Und dass halt so ihr Zimmer auch danach aussehen würde. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch, also sie hat ihr Zimmer selber eingerichtet, das war nicht von den Einrichtungsleuten, dass sie zum Beispiel auch, ja, da mehr ausnutzt, oh, wir haben ja Geld als Familie halt, ich möchte deshalb halt die teuren Sachen irgendwie in meinem Zimmer haben, dass das eher so eine Überlegung war, die sie hatte, die jetzt die anderen vielleicht nicht so sehr hatten.
Und von den Kindern hat sie als einzige ihr eigenes Badezimmer. halt einmal, glaube ich, weil halt Marie schon so ein bisschen extra ist von ihrer Art her, aber auch sonst müsste sie halt jedes Mal die Treppe runtergehen. Also halt, ja, halt die anderen haben halt auch ein Familienbadezimmer, was einfach näher an ihren Schlafzimmern dran ist. Genau, aber das hat sie sich dann hier auch ganz gut zu eigen gemacht. Also das hat sie, glaube ich, auch so sehr für sich eingerichtet. Und ein Stockwerk oben drüber haben wir dann nun auch halt das oberste Stockwerk vom Leuchtturm. Ich wünschte so, halt in Sims 4 auch, aber vor allem in Sims 3, ich wünschte, wir hätten ein Stockwerk mehr, was wir platzieren können. So häufig, wenn ich ein Haus baue, fehlt mir ein Stockwerk noch oben drüber oder unten drunter, was ich noch machen möchte. Und dann muss ich irgendwie versuchen, das ohne zu machen. Halt manchmal ist es gar nicht, dass ich ein begehbares Stockwerk haben möchte. Manchmal ist es eher so für Sachen, gerade in den modernen Häusern, halt so Constraint Floor Elevation Sachen, die ich gerne machen würde. Halt einfach von wie das Haus aussieht. Und mir fehlt mindestens immer eine Etage. Und das ist irgendwie ein bisschen traurig. Und auch hier, ich hätte gerne den Turm noch ein bisschen höher gemacht. Halt, ich hatte nicht noch unbedingt Zimmer, wo ich gesagt habe, oh, das Zimmer fehlt noch, da brauche ich noch ein Stockwerk für. Aber einfach von wie hoch dieser Turm ist, so von wie das aussehen soll. Ich meine, auf der Seite von dem Grundstück sieht es ein bisschen so aus, weil das Fundament halt sehr hoch ist, weil das so am Hang steht, als wäre der Turm noch mal ein bisschen höher von der einen Seite aus. Aber ich finde, da fehlt ein Stockwerk irgendwie. Und genau, hier kommen halt noch Pflanzen dazu. Ist ja ganz häufig auf den Amimi-Inseln, dass es erstmal komisch aussieht und dann retten es die Pflanzen irgendwie. Hier dann halt auch. Halt alle haben ein Fahrrad, aber niemand hat ein Auto oder ein Boot, weil das brauchen die hier halt einfach nicht so. Und hier sind wir in den Screenshots. Hier seht ihr das Haus von außen. Hier geht man die Treppe hoch in den Eingangsbereich. Genau. Der auch sehr hell ist, weil überall nur Glastüren sind. Dann haben wir hier an der Seite das Büro von Benjamin und Michaela. Die sind allerdings auch in der halt offiziellen Wissenschaftlerkarriere. Also die gehen halt auch wirklich dann runter auf die Steffi-Insel arbeiten. Die arbeiten nicht nur von zu Hause aus. Und dann haben wir hier den Flur. Hier sehen wir auch so ein bisschen den Flur nach oben drüber. Und dann geht es jetzt hier durch den Torbogen in die Küche. Genau, da an der Seite habe ich wie so Schnecken, die so aus, wie sagt man? Ich habe jetzt vergessen, so archäologische Funde oder so, halt die da an der Seite dran sind, weil ich dachte, vielleicht haben sie das irgendwo mal gefunden und da hierhin mitgebracht. Wir haben einen wunderschönen Ausblick hier von dem Grundstück aus. Ich habe auch viele Fotos, die im Haus aufhängen, von diesem Grundstück aus gemacht, weil wir schon so gute Aussicht hatten. Genau, hier haben wir das Wohnzimmer, hier sind auch die Fotos teilweise schon mit dabei. und hier ist der Kratzbaum von Katze Schrödinger. Katze Schrödinger hat natürlich auch alle Sachen, die eine Katze braucht hier auf dem Grundstück. Hier haben wir so eine kleine Seitenterrasse. Hier haben wir das Badezimmer unten, halt für die Familie, aber auch für die Gäste, sollten die hier hinkommen. Und hier haben wir so ein bisschen das Bibliothekszimmer und dann hier das Gästezimmer von den Leuten, die hier wohnen, um dann in das Bibliothekszimmer zu gehen und sich die ganzen Sachen durchzulesen. Hier haben wir jetzt den Flur oben. Auch mit Foto, hier mit Foto von dem Haus, wo ich gedacht habe, so vielleicht hätten die ja sowas. Hier ist das Elternschlafzimmer von Michaela und Benjamin, auch mit super schöner Aussicht nach draußen. Hier ist halt auf der einen Seite eine Palme im Weg, aber ein Stockwerk oben drüber, wo das Zimmer von Marie ist, ist keine Palme im Weg. Das heißt, sie hat eine noch schönere Aussicht. Hier ist das Schlafzimmer von Charles. Ich habe das von den Farben her sehr nach diesem Bild hier orientiert, was ich über das Bett gehangen habe. Und ich finde, das funktioniert für das Zimmer auch ganz gut. Hier haben wir das Zimmer von Arthur. Auch mit Fotos, auch mit schöner Aussicht auf die Lena-Insel, heißt sie, glaube ich, wo hoffentlich demnächst ein Resort dazu kommt. Also, das Resort steht schon seit sehr vielen Jahren auf meiner Das möchte ich demnächst mal bauen Liste. Ich hoffe, dieses Jahr komme ich dazu. Vielleicht ist es das große Ausbauvideo, was am Ende von nächstem Jahr kommt. Mal schauen. Oder am Ende von diesem Jahr, je nachdem, ob das Silvesterwochenende vor oder nach Silvester liegt. genau, und hier sind wir jetzt ganz oben. Auf dem obersten Stockwerk vom Leuchtturm, wo dann auch diese ganzen Pflanzen stehen, mit denen die Leute hier forschen. Und ja, das ist das Leuchtturmhaus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!